das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir haben heute Morgen eine sehr interessante, eine sehr aufschlussreiche Debatte geführt, weil wir morgen unseren Nationalfeiertag begehen, 25 Jahre deutsche Einheit. Und diese Debatte hat vor allem eines gezeigt. Sie hat nicht das gezeigt, was eben gerade Kollege Bartsch dargestellt hat, wo Unterschiede bestehen, sondern sie hat gezeigt, wo wir einig geworden sind, wie weit wir gekommen sind, wie weit wir letztendlich vorangekommen sind. Meine Damen und Herren, das Projekt Deutsche Einheit zielt darauf ab, Einheit zu schaffen. Und wenn man zwei unterschiedliche Staaten miteinander zusammenführt, dann ist es schlichtweg nicht möglich, dafür zu sorgen, dass sich wirklich jeder Einzelne bis ins letzte Detail in all seinen Interessen wiederfindet. Es geht darum, eine gesamte Gesellschaft zusammenzuführen. Und wir erleben das täglich in unserer Arbeit, wenn wir mit Bürgerinitiativen sprechen, wenn wir mit größeren Gruppen sprechen von Menschen. Es ist nie möglich, wirklich für alle immer das Bestmögliche herbeizuführen. Letztendlich kommt es aber in einer Demokratie darauf an, dass die Mehrheit sich wiederfindet und letztendlich auch dieses System auch akzeptiert. Und ich glaube, da sind wir nach 25 Jahren sehr, sehr weit gekommen. Und meine Damen und Herren, ich habe das schon einmal auch gesagt. Die Wiedervereinigung war ein gesamtgesellschaftlicher Kraftakt. Das muss man so deutlich sagen. Auf den ganz Deutschland, auf den wir alle sehr, sehr stolz sein können. Dabei können wir insbesondere auch stolz sein auf die politische und die soziale Einheit, die hier immer wieder von den Kollegen der Linken ja streitig gemacht wird und abgelehnt wird. Ich denke, wir sind gerade im Bereich der sozialen Einheit sehr, sehr weit gekommen. Und das gilt es auch anzuerkennen. Und meine Damen und Herren, eine der wichtigsten sozialpolitischen Entscheidungen der deutschen Einheit war das Rentenüberleitungsgesetz. Es steht für eine großartige Leistung aller Versicherten. Und letztendlich kam es ja darauf an, zwei unterschiedlich aufgebaute und finanzierte Sozialsysteme miteinander in Einklang zu bringen. Und meine Damen und Herren, das Ganze vor dem Hintergrund einer heruntergewirtschafteten DDR. Wer glaubt denn also ernsthaft, dass solch ein Prozess ohne Nachteile für den einen oder anderen vonstatten geht? Es war und ist schlichtweg nicht möglich, alle Härte und Einzelfälle sowie die damals entstandenen Ansprüche eines Systems abzubilden. Und ganz ehrlich, bei der Frage, wie wir unser Rentenrecht ausgestalten, kam es eben nicht darauf an, ob jemand staatsnah war. Das sehen wir ja gerade auch bei der Vielzahl an Gruppen, die heute mitunter auch noch ihr Recht einklagen. Es ging letztendlich um die gesamte Gesellschaft und nicht darum, was jemand letztendlich geleistet oder eben auch nicht geleistet hat. Dennoch, meine Damen und Herren, ist es nachvollziehbar, dass sich Betroffene durch entsprechende Regelungen benachteiligt fühlen. Das gebe ich durchaus zu. So nehmen wir zum Beispiel das Anliegen der DDR-Flüchtlinge sehr ernst. Wir alle wissen, dass diese Menschen sehr viel gewagt und auch aufgegeben haben. Aber das Fremdrentengesetz galt als Ausnahmetatbestand und war ausweislich der Gesetzesbegründung von Beginn an nur als Übergangslösung vorgesehen. Auch das gehört zur Wahrheit und das muss auch gesagt werden. Sie werden dadurch auch nicht zu Bürgern der DDR gemacht, wie es oftmals von der Linken behauptet wird. Was geschieht, ist lediglich, dass man bei der Rentenberechnung an Sachverhalte aus DDR-Zeiten anknüpft. Aber sie werden nicht zu Bürgern der DDR gemacht, meine Damen und Herren. Auch bei denen in der DDR Geschiedenen ist die Lage eindeutig. Man muss wissen, dass das Recht in der DDR im Scheidungsfall keinen Versorgungsausgleich kannte. Deshalb wurde er auch mit dem Rentenüberleitungsgesetz nicht nachträglich eingeführt. Zur Erinnerung. Kollegin Schimke, ja. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen Matthias W. Birkwald? Gerne, Herr Birkwald.
Vielen Dank, Frau Kollegin, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben eben gesagt, die soziale Einheit sei sehr weit gediehen und wir Linken würden das nicht anerkennen. Da will ich zunächst erst mal sagen, dass wir gerade was die Rentnerinnen und Rentner angeht, sehr wohl anerkennen, was geleistet worden ist bei der Überleitung und dass es auch für viele, viele Rentnerinnen und Rentner deutlichste Verbesserungen gegeben hat. Das erkennen wir ausdrücklich an. Aber wir kritisieren die Lücken und die Ungerechtigkeiten, die es in diesem Prozess in der Vergangenheit gegeben hat und die es heute noch gibt. Und das machen wir ebenso deutlich. Und jetzt haben Sie eben behauptet, dass diejenigen, die aus der DDR geflohen sind, aus guten Gründen in der Regel, dass die heute, wie der Kollege Bartsch vorhin ausgeführt hat, zum Teil 500 Euro Rente im Monat weniger bekommen. Nur für alle Menschen, die bis 1936 geboren wurden, gab es da den entsprechenden Schutz. Wer nach 1936 geboren wurde, aus der DDR in die Bundesrepublik geflohen war, dem wurde zugesichert, du bekommst dieselbe Rente, als wenn du als Ingenieur oder Krankenschwester oder Lehrerin hier immer gearbeitet hättest. Das ist nicht der Fall. Und diese Betroffenen, sie sagen selber, wir werden nachträglich wieder zu DDR-Bürgern und Bürgerinnen gemacht, des Staates, aus dem wir geflohen sind. Da bitte ich Sie, das zur Kenntnis zu nehmen. Und jetzt habe ich noch eine andere Frage. Wir haben am 12. Juni 2015 einen Beschluss des Bundesrates auf den Tisch bekommen. Und der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, mit den Vorbereitungen zur Vereinheitlichung der Rentenwerte nicht erst 2016, sondern umgehend zu beginnen. Es gibt eine Rückäußerung der Bundesregierung und die Bundesregierung sagt, nö, das haben wir alles gar nicht nötig. Die Zeitung Die Welt wiederum schreibt am 21. September, dass es einen gemeinsamen Antrag gibt von der Koalition. Sie haben heute gerade eben auf die Debatte heute Morgen Bezug genommen, wo drin steht, ganz konkret, dass die Bundesregierung jetzt sofort mit der Teilangleichung beginnen soll. Ich habe mir die Drucksache angeguckt, der Satz steht nicht mehr drin. Bitte erklären Sie uns, warum Sie die Ostrentnerinnen und Ostrentner im Regen stehen lassen und sie auf 2019 vertreten. Alle Erfahrung sagt uns, das wird wieder nichts. Kollege, die Kanzlerin hat es seit 10 Jahren versprochen. Herzlichen Dank. Sie hatten das, die Chance zu wählen, ob Sie eine Frage stellen oder eine Bemerkung machen, aber Sie sollten es dann auch deutlich machen. Herr Birkwald, vielen Dank für Ihre Anmerkung, die ich selbstverständlich zur Kenntnis genommen habe. Was wir letztendlich mit der Angleichung der Renten tun und mit dem Jahr 2016, ist, uns an den Koalitionsvertrag zu halten. Und so steht es ja auch in dem Antrag von heute Morgen drin. Wir werden uns im kommenden Jahr mit diesem Thema auseinandersetzen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich bin in meinen Ausführungen zuletzt verblieben bei den DDR-Geschiedenen. Zur Erinnerung, der Versorgungsausgleich wurde auch in der alten Bundesrepublik im Jahre 1977 eingeführt. Und die Gesetzgeber haben sich damals in der Bundesrepublik darauf verständigt, dass dieser Versorgungsausgleich auch nur für Ehen galt, die ab diesem Zeitpunkt geschieden wurden. Somit können auch die in Westdeutschland vor diesem Stichtag geschiedenen Ehepartner nicht von der Regelung des Versorgungsausgleichs profitieren. Meine Damen und Herren, auch die Mütterrente ist heute wieder Gegenstand unserer parlamentarischen Debatte. Und ja, es stimmt, dass eine Rentnerin im Osten 27 Euro und im Westen 29 Euro Mutterrente pro Kind erhält. Und ja, wir wissen, dass dies ein Unterschied ist, der uns natürlich perspektivisch nicht zufriedenstellen kann. Aber was wir bei der Einführung der Mütterrente gemacht haben, meine Damen und Herren, und das möchte ich gerade auch an die Linke adressieren, die uns ja immer wieder auch mit diesen Fragen konfrontiert. Was wir bei der Einführung gemacht haben, ist nichts anderes, als uns schlichtweg an geltendes Recht zu halten. Wir haben geltendes Recht eingehalten und angewandt. Natürlich würden wir es uns auch wünschen, dass Ost und West 25 Jahre nach der Wiedervereinigung keine Unterschiede mehr aufweisen. Aber wirtschaftlicher Aufschwung und Wachstum, und damit hängt nun einmal auch Rentenpolitik zusammen, kann eben nicht politisch verordnet werden. Ich habe ja Verständnis, dass man das gerade auch den Linken immer wieder erklären muss. Wir haben uns, meine Damen und Herren, wir haben uns doch etwas dabei gedacht, als wir nach der Wiedervereinigung den Hochwertungsfaktor in der Rente eingeführt haben. Auch er ist an die jährliche Lohnentwicklung und damit auch an wirtschaftliche Gegebenheiten unseres Landes angepasst. Und der Rentenwert ist eben auch nichts anderes als Ausdruck dessen, wo wir momentan stehen.
Und ich denke, und ich bin sicher, und ich bin davon überzeugt, und das ist heute auch schon bei vielen Reden der Kollegen deutlich geworden, wir stehen nicht schlecht da, wir stehen gut da. Meine Damen und Herren, wir haben seit der Wiedervereinigung bei der Angleichung der Renten große Fortschritte erzielt. Auch das kann man eigentlich immer nur wieder sagen. Seit der Wiedervereinigung stiegen die Renten in den neuen Bundesländern mehr als 100%, deutlich mehr als 100%. In den alten Bundesländern hingegen nur 25%. Der Rentenwert Ost beträgt heute, und da können wir uns trefflich darüber streiten, ob das Glas halb voll oder halb leer ist, der Rentenwert Ost beträgt heute mehr als 92%, meine Damen und Herren, und er steigt jährlich. Und ich glaube, es ist absehbar, dass wir hier ein großes Stück vorangekommen sind, dass wir jährlich vorankommen. Ich sage das meinen Wählerinnen und Wählern im Wahlkreis auch immer wieder, und das ist auch sehr einleuchtend. Ich kann, meine Damen und Herren, auch keine spezifische Altersarmut Ost erkennen, von der Sie ja auch immer wieder sprechen, die Kollegen der Linken. Nur 2,1% der Menschen in den neuen Bundesländern beziehen Grundsicherung im Alter. In den alten Bundesländern sind es 3,2%. Und im Osten, meine Damen und Herren, gehen die Menschen heute auch früher in Rente, trotz Abschlägen. Und das wiederum ist ein sehr interessanter Verweis, denn er zeigt nämlich, dass kontinuierliche Erwerbsbiografien sich lohnen. Und das zeigt sich gerade auch bei den Frauen. Die durchschnittliche Rente von Frauen im Osten ist um 44% höher als die der Frauen in den alten Bundesländern. Und meine Damen und Herren, wir reden ja auch jährlich zum Equal Pay Day immer wieder über den sogenannten Gender Pay Gap, sozusagen der Einkommensunterschied von Frauen und Männern, erwerbs-, berufsbedingt und so weiter. Auch der ist bei den Rentnerinnen und Rentnern im Osten deutlich geringer, um die Hälfte geringer als in den alten Bundesländern. Meine Damen und Herren, diese Fakten zeigen, dass die Linke mit ihren Anträgen stets versucht, den Osten gegen den Westen auszuspielen. Und das auch noch 25 Jahre nach der Wiedervereinigung. Noch einmal, niemand behauptet, dass das Rentenrecht im Zuge der Wiedervereinigung alle individuellen Ansprüche berücksichtigte. Den Müttern und Vätern aber der deutschen Einheit, denke ich, ist es hervorragend gelungen, ein einheitliches Rentenrecht zu schaffen und auch die soziale Einheit in Deutschland herzustellen. Ich würde sogar sagen, dass neben der erneuerten Infrastruktur oder auch der restaurierten Städte, die wir täglich in unseren Wahlkreisen sehen, die Einheit Deutschlands gerade auch am Rentenrecht ablesbar ist. Und diese Einheit, meine Damen und Herren, zielte von Beginn an auch darauf ab, eben Lebensleistung anzuerkennen. Dass wir auch nach 25 Jahren nach wie vor den Hochwertungsfaktor verwenden, ist eben auch nichts anderes als die Anerkennung von Lebensleistung. Und, die Kollegen haben mich schon darauf angesprochen, natürlich haben wir uns mit unserem Koalitionspartner auf einen Fahrplan zur vollständigen Angleichung des Rentenwerts verständigt. Es ist richtig, wir werden in 2016 den Angleichungsprozess gemeinsam prüfen und schauen, ob eine Angleichung mit Wirkung ab 2017 auch notwendig ist. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Der Kollege Markus Kurt hat für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort.